Zombie Apocalypse. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einer neuen Folge von den Skiregion Simulator 2012. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Heute, liebe Leute, geht's los. Die ersten Einsätze rufen oder sollte ich sagen, die erste Veranstaltung. Genau, ihr habt es richtig gehört, die erste Veranstaltung wird heute hier stattfinden im Ski-Region Simulator 2012. Ja, das klang jetzt sehr, sehr, sehr komisch, aber okay, das kann ja auch mal sein. Und ja, ich würde sagen, wir haben schon unser Gerät jetzt erstmal uns zugelegt, gekauft. Und was werde ich denn natürlich jetzt hier gleich euch zeigen, was für eine Veranstaltung wird hier gleich stattfinden? Das kann ich euch ganz, ganz kurz erläutern, denn es gibt natürlich Schnee. Es gibt Spaß, es ist kalt, also was macht man da? Natürlich macht man eine Schneeparty. Diese möchte ich heute mal so ein bisschen hier hervorrufen. Das mache ich jetzt am besten erstmal so, dass wir mit unserem Unimog erstmal uns die durchkämpfen. Und dann brauche ich natürlich einen Ort, den ich auswählen könnte. Da, wo wir uns heute alle zusammen treffen werden. Und da, wo ich natürlich auch sehr viel Schneemassen platzieren kann. Also das kann man natürlich nicht irgendwo machen, wo man das gerade möchte. Da muss man natürlich auch dran denken, dass hier natürlich auch noch andere Bewohner leben. Deshalb kommt natürlich auch die Feuerwehr in Frage oder ins Spiel. Und die Feuerwehr wird dann natürlich auch die Straße absperren. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal hier. Damit wir auch ein bisschen hier die Feuerwehr mit reinbringen in dieses Let's Play. Und was brauchen wir natürlich? Wir brauchen jetzt erstmal etwas für Schnee. Wie wir natürlich hier ganz schnell Schnee machen können, machen wir natürlich hier mit einem Lizard 80 Mobile Schneekanone. Und da kaufen wir gleich mal zwei davon. Und dann fahren wir mal mit diesem Gefährt dort hinten hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann lange dauern. Ich glaube, das wird auf jeden Fall lange dauern. Und ich mache jetzt einfach mal irgendwas, was man eigentlich gar nicht so macht. Das ist jetzt einfach mal am Handy zu sein. Macht man natürlich im Real Life nicht. Macht das auf gar keinen Fall nach, liebe Leute. Im Real Life ans Handy zu gehen, nebenbei ihr gerade fahrt. Okay, das ist ein Spiel, kann man es natürlich verstehen, dass man das machen kann oder machen möchte. Aber macht das bitte nicht nach. Ich wollte euch bloß ganz kurz etwas zeigen oder demonstrieren. In der Zwischenzeit fahre ich trotzdem zu diesem Ort, wo ich gerade hin möchte. Das ist und zwar jetzt diese App. Diese App trägt den Namen Instagram und ich heiße dort Premium Paul. Ihr könnt da ganz kurz mal das Video stoppen, damit ihr euch diesen Namen merken könnt. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, liebe Leute, ihr könnt mir gerne bei Instagram folgen. Da werden am häufigsten neue Bilder von mir hochgeladen. Jetzt fahre ich gerade fast in den Unimog hinein. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig nice von dir da draußen oder von euch da draußen, wenn ihr mir auf Instagram folgen könnt. Warum geht das gerade nicht? Also ich habe hier schon zigtausend Bilder hochgeladen von YouTube, von meinem privaten Leben und so weiter. Es gibt hier wirklich sehr viele Sachen, die ihr euch dort ansehen könnt. Und falls ihr gerne Fragen an mich habt, ihr dürft mir natürlich auch sehr lieben gerne eine Mail schreiben. Das geht am besten jetzt nicht so, wie ich jetzt hier gerade bin. Da geht ihr auf meinen Namen und dann klickt ihr oben auf sozusagen Einstellungen und dann könnt ihr eine Nachricht ansenden. Ich werde natürlich auch probieren, diese Nachricht zu beantworten. Also nebenbei mal so eine kleine Instagram-Werbung hier für meinen Kanal. So, dann würde ich sagen, wir starten erstmal voll hinein in das Schneechaos. Das werde ich jetzt hier gleich erstmal ein bisschen auffrischen. So, erste Schneekanone ist in Arbeit und macht erstmal so ein bisschen Schnee. Dann fahren wir zugleich mal gleich mit der zweiten Kanone dorthin. Und ich muss mal wirklich durchaus sagen, das Ding fährt auch schnell. Dafür, dass es so klein ist und auf Ketten fährt, fährt es wirklich schnell. Das ist cool. 22 km/h, das ist schon eine Hausnummer für so ein kleines Gefährt. Ja, und mit dabei ist heute natürlich auch wieder Mr. Bommel. Den habe ich ja mitten auf dem Kopf hier. Obwohl das, ja, das passt eigentlich wunderbar jetzt zum winterlichen Vorweihnachtszeit, dass man hier wieder so eine Weihnachtsmütze auf hat. Ich glaube, das sieht man bei manchen anderen YouTubern auch, dass sie so ein bisschen die Facecam geschmückt haben mit zum Beispiel Weihnachtsdeko oder sonstiges. Ich habe das jetzt hier auf meinem Kopf alles. Ansonsten seht ihr nichts weiteres irgendwie mit Weihnachtszeug oder so. Das hat jetzt nicht hingepasst oder so. Das wollte ich einfach jetzt nicht. Denn ich habe jetzt auch nicht gerade so viel Zeit gehabt. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich mache mal wieder eine neue Folge vom Skiregion Simulator und
ja, rede einfach drauf los, so wie ich das immer mache. Und jetzt heißt es erstmal Schneechaos. Schneechaos hier im Ski-Region Simulator 2012. Und das machen wir natürlich erstklassig. Wir lassen es dementsprechend einfach ein bisschen schneien. Oh, so, in der Zwischenzeit, wo jetzt die Motoren laufen, hole ich schon mal unsere Fahrzeuge. Das ist zum einen unser ELW, unsere Einsatzleitung. So, blinken nicht vergessen. Oh Gott. Da bin ich jetzt aber voll reingefahren. Das sollte natürlich nicht so sein. Ich weiß gar nicht, warum ich mit Horn fahre, aber ich kann das machen. Im Spiel ist das natürlich alles möglich. Ich mach's einfach. Also ich würde natürlich jetzt sehr lieben gerne die Straße absperren, aber leider staut sich das schon. Aber wir stellen uns einfach jetzt mal dreistigerweise einfach mal hinter den Unimog und sperren jetzt hier die Straße ab. Denn es sollte natürlich jetzt nicht vorkommen, dass jetzt die ganze Straße voll PKWs ist. Denn wir haben natürlich hier eine Aufgabe, die wir natürlich auch erledigen müssen. Und ich frage mich auch gerade, warum das KLF hier steht. Gute Frage. Ich habe im letzten Video auch erwähnt, dass es ein kleines Einsatzfahrzeug ist. Nein, es ist ein kleines Löschfahrzeug. Also, ich habe mich da ein bisschen versprochen. Also, das tut mir natürlich sehr leid. Das ist ein KLF von der Stadt oder von der Feuerwehr Wien. So. Dann nimm am besten noch das TLF mit dazu und stell das auf die andere Straßenseite. Natürlich wieder mit Horn und Blaulicht fahren wir zu unserer Veranstaltung, unserer Schneeparty. Ich freue mich schon. Tja, und ich glaube, ich fahre mich jetzt fest. Ich möchte jetzt nicht unbedingt hier durch diesen Schneegetummel fahren, aber mir bleibt jetzt nichts anderes übrig. Ja, jetzt guck mal, ich rutsche hier schon. Komm, wir fahren jetzt einfach durch. Wir fahren durch. Alter Schäde, sieht das genial aus. Wenn hier überall Schnee davor ist. Das muss ich ganz kurz festhalten. Man kann sich leider auch nicht ducken, das finde ich auch ein bisschen schade. Das war aber früher so im Ski-Region-Simulator, dass man sich leider nicht hinsetzen kann, beziehungsweise ducken kann. Aber das stört mich jetzt auch nicht weiter irgendwie. So, dann können wir unsere Aufgabe fortfahren. Und schon wieder stehende PKWs mitten auf der Straße. Jetzt machen wir erstmal halblang. Mama, halblang. Und sperren jetzt erstmal die Straße ab. Wunderbar. Ich glaube, das sollte auch... Ja, das sollte reichen, was ich jetzt hier hingestellt habe. Dann wechseln wir mal ganz kurz rüber zum... Was hier passiert, das ist der RTW, der steht hier mitten in der Wand. Das kennen wir vielleicht auch vom LS13 auf meinem Kanal. Da hatten wir das gleiche Problem, dass die Fahrzeuge ab und zu selbstständig hantiert haben. Und das sieht man hier auch gerade, dieses Beispiel. So, ein RTW darf natürlich nicht an einer Schneefront fehlen. Denn es kann natürlich durchaus öfters etwas passieren. Davon geht man natürlich nicht aus, aber sicher ist natürlich sicher. Dann gehört natürlich auch ein RTW mit dazu. Das wäre natürlich also sehr praktisch, wenn der KI-Verkehr jetzt das auch regeln würde. Also fahrt doch mal ein bisschen an die Seite. Oder lasst das einfach sein. Ach komm Leute, wir machen das einfach am besten so und quetschen uns jetzt hier durch. So wie es natürlich nicht sein sollte. Aber hey, reagiert einfach nicht auf das Blaulicht oder auf das Horn. Ja, okay. Das verstehe ich natürlich dann, wenn sie das nicht mal, aber ich muss natürlich auch dazu sagen, also ich muss das Spiel auch in Schutz nehmen, es ist natürlich ein Skiregion-Simulator. Sprich, man räumt Schnee, man fährt Ski und erledigt Missionen oder Aufgaben. Es ist natürlich keine Feuerwehrsimulation, das kann man sich vielleicht auch wieder später mal einmal anhören. Was machst du da in diesem Spiel? Ja, mir macht Spaß persönlich. Den größten Teil von euch hat natürlich draußen auch und deshalb mache ich das auch mit der Feuerwehrmod, weil es einfach etwas Besonderes ist. Es macht einfach mega Laune, mit Blaulicht durch die Gegend zu fahren. Deshalb, es macht, wie gesagt, einfach nur Spaß und riesengroß Laune. So, RTW ist auch vor Ort. Der LIS-80 Lizard
macht schon Schnee. Das ist wunderbar. Was wir natürlich noch machen könnten, wäre natürlich, dass wir noch eine Kanone dazu tun. Aber ich glaube, zwei sollten auch reichen. Wir könnten uns natürlich theoretisch noch einen Anhänger dazu tun. Das machen wir am besten auch mal. Den holen wir gleich mal aus der Wache raus. Und dazu bräuchte ich jetzt erstmal ein Fahrzeug, das wir jetzt nehmen können. Ich nehme jetzt am besten mal den Deutz Agrotron M620. Dann switche ich mal ganz kurz dorthin. Ach, guck mal hier. Das Kalev steckt mitten im Pfeiler fest. Ja, gut. Das kann man natürlich auch mal machen. So, jetzt sitzen wir hier im Deutz. Wir sind Patrol. Das ist ja auch cool, dass wir so eine Jacke anhaben. Cool, Huppi geht auch. Dann holen wir uns erstmal diesen Feuerwehranhänger aus der Wache. Da haben wir natürlich auch Licht mit an Bord. Und können uns im schlimmsten Fall natürlich auch ein bisschen Licht erschaffen. So. So, Anhänger ist dran. Und da würde ich sagen, fahren wir direkt rüber zum Schneespektakel, zu der Schneeparty hier in der Schneeregion. Ich glaube, der Blinker hat nicht funktioniert. Ich glaube, da ist ein Kabel nicht richtig dran oder so. Auch sehr komisch. Ah, das Blaulicht, das ist cool. Das ist nice. Das sieht cool aus, auf jeden Fall. So muss das sein hier. Aber jetzt wird es natürlich sehr eng. Und ich glaube, da werde ich jetzt nicht so allzu gut rumkommen. Ich probiere natürlich mein Bestes jetzt, dort rumzukommen. Also es geht alles sehr langsam. Oh, okay. Alles klar, ich bleibe jetzt mal locker im EDW hängen. Noch ein Versuch. Jetzt funktioniert's. Was können wir machen? Wir können jetzt erstmal den Mast aufbauen. Das machen wir auch natürlich direkt und schauen jetzt erstmal das Licht ein. So, das Licht ist eingeschaltet und das zeigt genau auf die Straße. Da, wo leider nichts stattfindet. Wisst ihr was, dann machen wir das am besten mal hier hinten. Wir stellen das ungefähr jetzt hier auf diesen Art kleinen Schneeberg. Oh Gott. So, wunderbar, dann haben wir das auch erstmal geklärt. Dann können wir erstmal diesen Schlepper an die Seite stellen. Und jetzt haben wir erstmal ein bisschen Licht. Cool. So, was könnten wir noch so gebrauchen? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Aber eigentlich war es das eigentlich schon von mir. Also nicht jetzt vom Video. Ich möchte das jetzt nicht beenden. Bitte nicht falsch verstehen. Nein, ich meine natürlich jetzt hier die Gerätschaften, die ich jetzt hier mit am Stissel habe. Die könnte ich jetzt theoretisch auch ein bisschen verschieben einmal. Dass wir natürlich hier noch ein bisschen mehr Schnee hinbekommen. So. Da vielleicht noch ein bisschen und dann lasst uns hier mal ein bisschen Schnee nach vorne bringen. So, dann einmal rüber wechseln zur anderen Schneekanone. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Schnee auf einen Punkt platzieren. Das soll schon ein bisschen mehr werden hier. Dass wir natürlich auch alles hier ordentlich verteilen können. Das natürlich mitten auf der Straße. Und es funktioniert sogar. Das ist cool. So habe ich mir das auch ungefähr vorgestellt, dass wir ein Schneechaos absolvieren. Die erste Schneekanone können wir erstmal an der Seite platzieren. Dann wechsle ich mal ganz kurz wieder rüber zu der anderen Kanone. Die haben erstmal ihre Arbeit erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt heißt es eigentlich für mich, liebe Leute, wir werden uns jetzt in dieses Getummel reinhauen. Also ich werde jetzt erstmal eine Runde mit meinen Skiern dorthin fahren. Und dann heißt es eigentlich, ja, nur noch für mich, lass die Party beginnen, schmeiß die Musik an. Und ich glaube, jetzt wird es gerade ein bisschen laut bei euch, liebe Leute. Also ich habe jetzt mal ein bisschen Musik hier mit in dieses Video reingefügt. Und jetzt heißt es nur noch Party Hard hier auf unserer selbstgebauten Schneestrecke. Yeah. Ja, das rockt so. Wir können sogar fliegen. Das ist ja gigantisch. Wunderbar. Also das macht wirklich so Spaß. Also ich hatte noch nie so Spaß gehabt bei einer Party. Und das hier mitten im Schneegebiet. Yo, that is red. Das ist rockig. Das macht einfach eine Menge Spaß. Ach komm,
Das war's jetzt schon. Das ist ein bisschen zu affig. Die Party ist zu Ende. Wir können jetzt dieses ganze Schneechaos erstmal befreien. Und schieben erstmal diese ganzen Schneemassen an die Seite, damit wir diese Straßen dann auch wieder freigeben können. So. Das hat jetzt auch fast funktioniert. Jetzt können wir eigentlich auch schon die Straße fast wieder freigeben. Ich hatte aber, glaube ich, gerade den Schneeschieber nicht allzu weit unten. Machen das am besten einfach normal und fahren wieder zurück. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Ja, guck mal, jetzt schiebt der Schnee. Oh Gott, oh Gott, oh, 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 wow. Ja, der geht auch ab, Mensch. Cool, also das ist ein schönes Gerät. Aber es fährt sich auch ein bisschen sperrig. Aber es macht Spaß. Natürlich macht es immer wieder Spaß hier im... Sei es im Alice oder im Skiregion-Simulator ein bisschen Schnee hin und her zu schieben. Ich glaube, das wird jetzt erstmal ein paar Stunden noch dauern, aber ich bin jetzt erstmal fertig mit der Party und ich hoffe, liebe Leute, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal gerne einen Daumen nach oben da und schreibt vielleicht mal ein paar Kommentare unter diesem Video hinein. Vielleicht zum Beispiel mit neuen Einsatzideen oder was man hier zum Beispiel noch demonstrieren könnte im Skiregion-Simulator. Das wäre auf jeden Fall richtig nice von euch und vielleicht erreichen wir in diesem Video, ich sag mal, 300 Daumen nach oben. Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Ich weiß es nicht. Vielleicht schaffen wir 300, vielleicht auch nicht. Und dann weiß ich natürlich auch, dass ihr mehr Folgen sehen möchtet vom Skiregion Simulator 2012. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen und einen schönen Tag. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.